and I can see my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Heute mit einem super wichtigen Thema, weil wirklich das neue CD steht ja nun mal vor der Tür. Und was wir bisher auf jeden Fall gehört haben, ist eben das Skill-Based Matchmaking. Und zwar genauso stark, wie es in Modern Warfare ist, auch im neuen COD wieder sein wird. Und ich weiß, dass viele von euch da ein großes Problem haben. Wir haben das schon ein, zwei Mal so grob angerissen. Aber ich werde heute jedem mal ganz klar erklären und auch Gründe nennen, warum für Activision Skill-Based Matchmaking nicht nur in Modern Warfare absolut Pflicht ist, sondern auch in den nächsten CODs sein wird. Und da wird sich, und das vermute ich und ich bin eigentlich relativ sicher, nicht so schnell was dran ändern. Das Problem bei Skill-Based Matchmaking ist, dass man als eher überdurchschnittlicher Spieler ganz klar davon benachteiligt wird. Ihr kennt das, wenn ihr Ranked spielt, in der Ranked-Playlist, dann habt ihr auch Skill-Based Matchmaking, damit ungefähr gleich starke Teams zusammenkommen. Je besser man wird, desto bessere Gegner bekommt man. Da hat das Ganze aber auch einfach einen Sinn. Und zwar, dass man anhand einer Ranked-Playlist, an einer Rangliste sehen kann, in welcher Division bin ich, in welcher Gruppe bin ich, wie stark bin ich aufgestiegen, bin ich vielleicht abgestiegen, wie viel besser bin ich geworden und. In einem normalen Multiplayer gibt es diese Rangliste in dem Sinne nicht. Ich sehe nicht in der nächsten Runde und in der nächsten Runde, ob ich jetzt mit Besseren automatisch zusammengesetzt werde oder ob sich das für mich nur so anfühlt, ob ich jetzt plötzlich bessere Stats habe oder nicht. Das ist alles nicht möglich, weil man ohne es zu sehen immer in neue Listen reinkommt. Skill-Based Matchmaking ist für Activision die absolut wichtigste, in Anführungsstrichen, Neuheit, die sie einfach letztes Jahr eingeführt haben. Und der Grund dahinter ist relativ deutlich. Wenn man von der Player-Community von 1 Million Spielern ausgeht, COD hat glaube ich deutlich mehr, dann ist es einfach so, dass die guten Spieler vielleicht 5 oder 10% davon ausmachen. Also 50.000 Leute, vielleicht 100.000 Leute. Die schlechten Spieler oder die schlechteren Spieler, Anfänger, die zum ersten Mal ein COD spielen, die noch jünger sind oder, die vielleicht einfach nur casual ein-, zweimal die Woche eine Stunde spielen wollen, die machen 80, 85, 90% der Spieler aus. Activision wird ja immer alles dafür tun, dass alles, was sie mit COD zusammen verkaufen können, also Skins im Game, Waffen im Game, neue Maps, ein Season Pass, all diese Sachen, die nun mal Geld kosten, die wir kaufen können, nicht müssen, werden immer dafür sorgen, dass möglichst viele Spieler das Ganze kaufen. Und umso mehr Spaß man an dem Game hat, und das werdet ihr alle kennen, jeder von euch hat irgendwo mal ein Game gehabt, ein COD, vielleicht Apex Legends, Fortnite eine große Zeit, sonstiges, wo er richtig Spaß dran hatte, da ist man automatisch bereit, einfach viel mehr Geld für auszugeben. Denn wenn ich schlecht in dem Spiel bin und nicht so richtig Bock habe, aber ich spiele es halt so ein, zweimal die Woche, dann kaufe ich mir da eigentlich nichts, weil ich habe nicht so den Drang, das jetzt nochmal zu spielen und da jemandem zu zeigen, was ich habe, meinen neuen Operator, meinen neuen Skin, alles Mögliche. In COD ist das eben so, wenn ich richtig gut in dem Spiel bin, gerade als jemand, der jetzt eher etwas schlechter ist, weil er in sehr schlechten Lobbys ist und er weiß das ja automatisch nicht, dann spielt er natürlich bessere Runden und hat das Gefühl, dass er ein sehr guter Spieler ist. Und dann kauft er sich gerne mal einen neuen Skin, eine neue Waffe, einen Operator, eine Blueprint-Variante, Leuchtspurgeschosse, alles, was es da gibt, und kauft das auch gerne. Das heißt, die Leute bleiben automatisch länger an dem Spiel, spielen es automatisch länger und kaufen automatisch einfach mehr. Dieses Wirtschaftssystem von Activision macht aus dieser Sicht definitiv Sinn. Das Problem, was wir daran einfach haben, ist, dass die Spielerbase, die und gerade die Spieler, die das ganze Franchise ja groß gemacht haben, es waren alles Anfänger. Jeder von uns hat irgendwann mal irgendwie COD angefangen. Und meine Community zum Beispiel, wenn ich mir die Kommentare angucke, merkt man einfach, dass viele schon lange spielen. Also MW2, BO2, BO1, World at War, manche, die sind dann noch ein bisschen älter als ich sogar. Und die COD-Franchise existiert jetzt schon seit, ich weiß gar nicht wie lange, über ein Jahrzehnt. Und das größte Problem beim Skill-Based Matchmaking ist nicht einmal für mich, dass ich mit besseren Leuten in eine Lobby komme und dann vielleicht nicht mehr so gut bin wie in allen anderen CODs. Auch wenn es natürlich generell nervt, weil man nichts dagegen tun kann. Eins der Hauptprobleme, was immer mal unterschlagen wird bei Skill-Based Matchmaking, ist,
im Gegensatz zu dem normalen Matchmaking, wo ihr auch mal gute Gegner habt, da habt ihr aber auch mal schlechte Gegner, ihr habt mal schlechte Teammates, ihr habt mal gute Teammates, die Verbindungssuche, und zwar die Suche nach Gegenspielern und Mitspielern, die alle aus einem guten Ping-Bereich kommen, das heißt, die eine gute Verbindung zu mir haben, damit das Spiel nicht laggt und damit jeder die gleichen Vorteile hat, beziehungsweise die gleichen Voraussetzungen, das ist mit Skill-Based Matchmaking irgendwann nicht mehr gegeben, denn so höher ich komme und so besser ich sozusagen bin, umso weniger andere gute Spieler gibt es. Das ist als Beispiel genannt, wenn man in der Kategorie 3er-KD ist, davon gibt es nicht 500.000 Leute, die COD spielen, oder 4er-KD, habe ich jetzt auch ein paar Jahre schon gehabt, dann werdet ihr nur noch wenige Spieler auf dieser Liste finden, die mit euch zusammengematcht werden. Und dann werden das halt auch welche sein, die nicht in Deutschland leben oder Frankreich oder Spanien oder Italien, sondern vielleicht Saudi-Arabien, Nordamerika, Südamerika, Australien, irgendwo asiatischer Bereich. Und das Problem daran ist dann einfach, dass ihr eben mit diesen Leuten zusammengesetzt werdet. Und dann habt ihr diese Erfahrung, die wir dieses Jahr auch schon sehr oft hatten. Ein schlechter Ping, schlechte Verbindung, es laggt, eure Schüsse kommen zu spät an, ihr seht den Gegner viel später, als dass er euch sieht. Das ist manchmal dieses Phänomen, wenn ihr in eine Killcam guckt und ihr wisst, ihr habt ihn noch gar nicht gesehen und seid abgeschossen worden. Und in der Killcam seht ihr, dass er schon um die Ecke war und euch gesehen hat. Wenn dieser Ping von euch das Signal zum Server und zum Gegner und zurückkommt und das zu weit ist, dann habt ihr schlechte Lobbys, dann habt ihr wenig Spaß und dann ist es einfach nicht mehr erfolgreich. Und das ist so das Hauptproblem von Skill-Based Matchmaking, weshalb ich jetzt schon wieder Sorge habe, dass es im neuen COD eben genauso stark ist wie jetzt. Ich habe nichts dagegen, dass Activision Geld verdienen möchte. Wir können es sowieso nicht ändern und wir wollen COD ja auch spielen und genießen. Ich würde mir nur wünschen, dass das Skill-Based Matchmaking von der Intensität, wie es jetzt aktuell in Modern Warfare ist, ein bisschen runtergesetzt wird. Man kann es ein bisschen runtersetzen, so dass es nicht so strikt ist, dass man zwischendurch noch normales Matchmaking hat und dass die Verbindungssuche immer oberste Priorität sein sollte. Wenn drei Leute eine 3er-KD haben und der Server findet einfach keine mit einer guten Verbindung, die genauso gut sind, sollte automatisch das Matchmaking zu einem normalen Matchmaking umswitchen, sodass man immer als Gewährleistung und als Grundgerüst eine gute Verbindung hat. Die Rank-Playlist, die wir in Black Ops 4 gefunden haben, war super und hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich persönlich habe da sehr, sehr oft und sehr, sehr gerne gespielt. Man hat einfach automatisch veränderte Regeln. Man konnte je nach Division, und das wurde auch als Rank dann drinne war, relativ schnell bis aufs Maximum getrieben. Man konnte in den Rank-Playlists einfach sehen, wie gut bin ich, wie habe ich mich verbessert, in welcher Division bin ich jetzt, welche Stufe bin ich aufgeklommen. Das war eine super Integration von Treyarch und ich hoffe, dass wir das jetzt im neuen Black Ops Cold War Teil wiederfinden. Das spricht natürlich automatisch dagegen, wenn es Ranked-Playlists gibt, warum sollte es Skill-Based Matchmaking im normalen Multiplayer noch geben. Aber die Hoffnung, die ich dahinter habe, ist dass man einfach beides macht, dass Treyarch, Activision, Raven Software, die einfach zusammenarbeiten, gemeinsam die Entscheidung treffen, dass man bei dem Thema Skill-Based Matchmaking ein bisschen nach unten tont, so dass jeder von uns ein bisschen mehr Spaß haben kann. Nicht jede Runde vielleicht 100-1 oder 100-0 gehen, aber alle 2-3 Runden mal eine Runde, wo wir entspannt spielen können, mal Waffen spielen können, die nicht die Meta sind, das heißt Waffen, die eher etwas schlechter sind, so dass wir alle Spaß haben können, Content kreieren können und generell ein gutes Erlebnis haben. Ich hoffe, ich konnte euch nahelegen, warum Skill-Based Matchmaking einfach drin ist und euch ein bisschen die Angst nehmen, dass es ja trotzdem Optionen gibt, wie das Ganze besser werden kann. Lasst gerne an der Stelle ein Like da, ich würde mich riesig drüber freuen. Lasst auch gerne ein Abo da, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ich bin raus, haut rein.